lange braucht nicht, der denn, dieser Kackbär? Ja, keine Ahnung. Ich schieße ihn die ganze Zeit im Rücken, renne weg. Dann geht er wieder zurück zu diesem Napf. Der hat auch 200 Pfeile im Rücken. Sieht also aus wie ein Igel. Oh, ja? Wow! Manchmal läuft er doch nochmal ein Stückchen näher zu mir. Keine Ahnung, wie viele Pfeile ich ihm denn reinhauen muss. Ich finde das übertrieben. Ist es auch. Also der macht ja unnormal Schaden. Den kriegst du ja gar nicht anders platt, als ich es gerade mache. Also, ne, weil der trifft dich ja immer. Ja, Nahkampf kannst du da nicht vergessen. Und das ist die einzige Fernkampfwaffe, die ich kenne. Also mein Bogen ist ja jetzt gleich kaputt, ne? Dann kann ich nicht mehr schießen. Naja. Bestimmt schon 10 Pfeile in seinen Rücken. Ist aber immer blöd, wenn man bei solchen Spielen immer nicht weiß, was auf einen zukommt und dann steht man da plötzlich vor einer wahnsinnig riesigen Aufgabe. Bei mir blinkt jetzt übrigens auch der Hungerbalken, ne? Okay. Ja, ansonsten drück gleich mal auf Befreien und wir gucken, was passiert. Im besten Fall liegen deine Sachen hier irgendwo rum. Soll ich's mal tun? Aber ich habe halt Angst, dass ich dann wach werde mit ganz wenig HP und er dann sagt, oh komm, den klatsche ich einen, dann bin ich wieder tot, weißt du? Also der Bär ist auf jeden Fall noch hier und ich kriege ihn nicht tot. Also mein Bogen ist jetzt kaputt, nach weiß ich nicht wie vielen Schüssen in seinen Rücken. Und er geht immer wieder zurück und ist immer noch am Essen. Ich drück mal befreien, ja? Ich drück's mal. Teleport zu Safe Location. Soll ich ja oder nein? Mach. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich dann und wo dann. Du weißt, wo wir hier sind? Ich mach mal, komm. Bewegungsunfähig. Hä? Liegst du da noch? Nee, ich bin an irgendeinen Strand gekommen. Da bin ich aber tot. Toll. An einem Strand? Ja, ich sehe da Wasserwellen auf mich zukommen. Ich sehe ja nicht viel. Ich kann mich ja nicht bewegen, aber hier ist Wasser. Kann man eine Karte aufmachen, wo ich sehe, wo du bist? Ich kann gar nichts machen. Ich kann nur jetzt wieder aufgeben. Nee. Das ist, dann sind die Klamotten wieder weg. Sinn. Das ist doch scheiße. Ja. Was ist denn das? Jetzt wird es auch noch dunkel. Natürlich. Ich sehe nichts mehr. Also ich verhungere auch gleich. Da bin ich wahrscheinlich ganz tot oder so. Boah, aber ich weiß halt nicht, wo ich bin. Komm zu dir. Ich weiß nicht, was der meinte mit Safe. Deswegen, ich dachte, ein Bett, das wäre für mich ein Safe-Point. Aber irgendwo am Strand liegen, das macht doch nur überhaupt gar keinen Sinn. Ich laufe gerade zurück. Kennst du meine Orientierung? Ich will es nur einmal gesagt haben. Das heißt, so in 15 Folgen bin ich bei dir. Ja, aber du weißt ja nicht, wo ich bin. Ja, deswegen werden es wahrscheinlich auch 35 Folgen. Dann aber Mann, das ist so blöd. Kann doch nicht wahr sein. Das haben sie nicht schön gemacht, finde ich. Da hätten sie vielleicht eine Erklärung, wenn du mit der Maus drüber gehst, dass dann gesagt wird, was passiert oder so. Ja, definitiv. Oh, jetzt ist hier noch schon wieder ein Bär. Ich dreh durch. Nein, der läuft mal schon hinterher. Weil so ist natürlich mega beschissen, weil wenn du jetzt aufgibst, ne, dann weiß ich ja gar nicht, wo du bist. Vielleicht liege ich auch im Meeresgrund. Wo soll ich das erkennen? Ich sehe hier nur Steine und Sand. Ja, geil ist das nicht. Ja. Und dann hast du ja so ein waberndes Bild, weil du ja tot bist. Mhm. Ich sehe auf jeden Fall, ich würde das als Meer bezeichnen. Ich liege da rum, aber so, mein Hungerbalken ist jetzt auch komplett. Was passiert? Und noch wabert alles. Ja, die Folge lohnt sich heute, Leute. Also da drücke ich aber auch nicht nochmal drauf, du. Ich kann mich wieder befreien. Soll ich nochmal drücken? Kann schlimmer Teleport werden. Teleport to Safe Location. Nö, das muss die Safe Location sein. Warten auf Rettung. Ich bleib an der Stelle liegen. Aber wo ist denn die Safe Location? Ich bin jetzt an dem besagten Spind. Naja, ich scheine am Strand irgendwo. Ich weiß es, ist schwer zu sagen, was das ist. Weil ich liege halt irgendwie auf der Seite, gucke auf meine Hände, sehe viel Sand, zwei Steine. Und ich würde sagen, im Hintergrund ist Wasser, weil ab und zu habe ich das Gefühl, dass da vielleicht eine Welle irgendwie schwappt. Aber das kann ich halt durch dieses wabernde Bild nur sehr schwer sagen. Aber ich hatte keine Chance gegen diesen Bären. Nee, ich ja auch nicht. Wenn er mich angegriffen hat, war bei mir ja auch direkt. Und der war ja auch sofort da, der ist sofort auf mich gegangen.
Also hätten sie wenigstens gesagt, hier kommt ein Bär oder wer hier was reinschmeißt, dann kommt der Riesenbär oder so. Ja, nix. Genau, ein Bärenrufen. Ich habe das da reingeworfen, dann sah ich den Bär, wie er schon auf mich zugehüppelt kam. Genau in dem Moment. Aus dem Nichts. Das Schlimme ist, dann ist er ja auch noch dreimal so schnell wie du. Ja, ich bin ja geflüchtet, so schnell ich konnte. Ich höre das Klingeln wieder. Ich dreh durch. Ich glaube, das Spiel will mich hier fertig machen. Also diese Insel ist aber wirklich nicht meine. Überhaupt nicht meine. Nee, meine auch nicht wirklich. Das wird noch schlimmer. So, mein Wasserbalken fängt jetzt auch an zu blinken. Aber anscheinend ist das ja egal. Ja, tot bin ich ja faktisch schon. Ja, genau. Natürlich geil, ne? Eine Folge nur rumliegen. Ja, tut mir leid. Sag das den Spieleentwicklern, die hier hätten vielleicht ein bisschen was besser machen können. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen ist gut. Vielleicht einfach zu sagen, hey, wenn du da drauf drückst, kommst du an die und die Stelle oder so. Also wenn du da was aufgedunsenes, mit Seetang belegtes, faulendes Stück Fleisch findest, das könnte ich sein. Kann mich wieder befreien. Ich drücke nochmal drauf. Passiert aber nichts. Also ich muss einen Safe-Punkt haben. Ich weiß nicht, was das für ein Safe-Punkt ist, aber an dem... Ich sehe dich sogar. Hier ist nichts. Hier ist kein bisschen von unserem Boot. Ich finde ein Bett. Ach du Scheiße, jetzt muss ich auch noch mit dir rumlaufen. Mhm. Puzzle. Ich habe da Sand gesehen. Hey, liegt ganz viel Sand. Soll ich jetzt mal looten? Ja. Ich habe einen Zaun gesehen. Oh. Ach toll. Mir wäre das recht, wenn du da nicht anfasst. Das tut mir ein bisschen weh, wenn du daran ziehst. Hey, da grapsch ich dir so hin, du. Jetzt muss ich erstmal das Boot wiederfinden. Ach du Scheiße, warum stirbt eigentlich der mit dem Orientierungssinn immer? Ja, das ist an der Stelle wirklich ein bisschen unglücklich. Ich guck mal hier, ich sehe nichts. Also ich wüsste nicht, wo unser Boot ist, aber ich versuche es. Kannst du mich lotsen, wenn ich... Ich sehe doch nichts, Hasi, ich sehe doch nichts. Ich sehe einfach nur was rumgehüppelt. Bei mir ist ganz komische Optik. Ich kann mich ja nicht drehen. Ich kann nicht sagen, gucke ich mal nach links oder rechts. Weißt du, ich bin ja offiziell wohl besinnungslos oder so. Naja. Ja. Gut, ich sehe zwar noch alles, aber naja. Offiziell und inoffiziell bist du das. Oh, jetzt laufe ich hier vorm Stein. Auch immer schlecht. Dass man aber auch kein Bett einfach auf die Insel stellen kann oder so. Das ist auch ärgerlich. Oder dass man sagt, komm, wir wachen in dem und dem Haus oder so auf, weil da Betten sind. Mhm. Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Nee. Ich muss gucken. Ich meine, auf der anderen Seite kannst du ja froh sein, dass du nicht nach dem Tod wieder auf einem 2x2er Floß aufwachst. Ja, das ist stimmt, das ist super. Da muss man ja den Entwicklern schon fast danken, dass die nicht sagen, ey, da geht aber noch was. Ach du Scheiße. Ich höre einen Bären. Oh mein Gott, oh Hilft mein das? Gott. Oh mein Gott, nein. Ich bin auch gerade echt froh, dass er mich nicht trifft, obwohl ich dich auf der Schulter habe. Vielleicht trifft er mich. Aua. Boah, ich höre ihn so nah. Der atmet mir so in den Nacken, das ist so ekelig. Das tut er auch. Aber ich glaube, er hat mich gerade in den Fott gebissen. Bin ja froh, dass ich schon komplett... Also bei mir blinkt alles rot, ich habe nichts mehr, ne? Wahrscheinlich legst du mich ins Bett und in dem Moment sterbe ich wieder oder so. Der ist aber ganz schön hartnäckig gerade, ne? Also läuft immer noch hinterher. Ja, aber der treibt dich jetzt ins Wasser, wo Bruce mit aufgerissenem Maul auf dich wartet, weil die alle aus der Familie Hurensohn kommen. Er ist aber ein angeheiratetes Arschloch, weißt du? Ich sehe auch irgendwas durchs Bild patzen. Vielleicht die Tatze. Der ist auch immer noch hinter mir. Jetzt höre ich ihn. Oh mein Gott, die Folge, die macht mich echt fertig gerade. Jetzt höre ich ihn wieder. Jetzt komme ich hier nicht hoch, immer. Ich drehe durch. Puzzle, ich drehe durch. Kann mich dieser Bär mal in Ruhe lassen? Ich weiß auch nicht, wie hartnäckig der ist. Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Ne, jetzt habe ich ihn irgendwie dezent ausgetrickst. Oh, es sind sogar zwei Bären. Ja, klasse. Das geht. Ich habe das glückslos gezogen, mein Freund. Mhm. Ich helfe dir, warte. Da sind sie auch wieder. Ja, guck. Vielleicht kannst du ja springen oder so. Weiß ich nicht. Ich sehe eine Felsklippe. Ich sehe Wasser. Da können die wahrscheinlich auch runterspringen. Ich sehe auch einen Bären. Wie sinnvoll das ist. Ich habe gerade so ein Bärengesicht gesehen. Das ist so cool. An mir vorbeigeschraubt. Vielleicht solltest du einfach meinen leblosen Körper denen ins Maul schmeißen. Meinst du, dann hören die auf? Dann knabbern die an mir rum, weißt du? Ich opfer mich da für die Gruppe. Die
sind aber auch aggressiv. Und hartnäckig vor allem. Beide, ne? Ich sehe nur einen, aber... Ne, sind aber zwei. Da kannst du mir vertrauen. Naja, ich glaub dir das. Ach, ich hab's. Ach, du Heiliger, ey. Wir sind immer noch hinter mir, ne? Mhm. Leute. Wahrscheinlich können die auch schwimmen. So. Jetzt weiß ich nicht, was passiert. Achso, ich lieg gerade. So, jetzt muss ich mal eben was essen, was trinken. Mhm. Ja, du musst ja fit sein für Bruce Hurensohn. Warte mal eben, nicht erschrecken. Du musst mir mein Mikro ausmachen und dann meine Tastatur mal eben verkloppen, weil die irgendwie nicht so reagiert. Okay. Ja, gut, so ist das, ne? Technik. So. Technik, die begeistert. Meine Figur ist sogar einmal gesprungen, weil ich so drauf rumgehauen habe. Das hilft immer, weißt du? Ja. Auf das ist Technik aber interessant, rumhauen. Ne? Du haust auf Technik rum und bei mir fallen die Knöpfe ab. Das ist super. So, dann warten wir mal auf Bruce. Keine Sorge, der kommt. Also, das ist auch echt bescheuert gemacht. Jetzt überleg mal, wie viel Zeit gerade drauf geht, nur damit wir dich wieder ins Bett kriegen. Manchmal also. Musst du für sowas investieren, Gorilla. Ich bin kein Mädchen für eine Nacht. Für zwei. Warte, ich sehe Bruce, ich muss mich jetzt... Okay, ja, er schwimmt weg. Noch ist er... Oh, jetzt kommt er. Ja, der hat gerochen, da kann er gleich in zwei beißen, weißt du? Ah, so, finde ein Bett. Ich weiß, wo eins ist. Ich auch. Ich will nicht wissen, was gleich passiert. Wahrscheinlich sterbe ich in dem Moment, wo ich wach werde. So, gute Nacht. Drücke eine beliebige Taste, um aufzuwachen. Ist wieder fit? Ja, ist alles gut? Jetzt erstmal was essen. Immer Gorilla. Du musst aber auch mal ein bisschen was machen. Du kannst hier nicht immer nur rumlaufen. Koch jetzt! Jetzt kommt der Bruce und ich mach ihn fertig. Meine HP sind ein bisschen runter. Ja, dann hau dir ein bisschen Salbe drauf und dann ist gut. Ich hab gar keine mehr. Konnte man aus Eiern machen, ne? Salbe? Ei und irgendwas anderes. Ich glaube Seetang oder irgendwie sowas war das. Heilsalbe. Da gab's einmal die Sache mit Honig, Ton und die billige ist nur mit Ton und Ei. Er macht nur mit Ton. Ja, ich lege schon mal weg. Ne? Ich habe ja 13 hier und da und ich habe einen Bärenkopf und Fleisch und Leder. War Leder auch hier? Leder ist auch hier. Weg. Bärenköpfe waren, glaube ich, hier hinten. Da, genau. Ich habe hier gerade das ganze Holz. Sehr gut. Na, dachte ich mir schon. Gut, dass wir Ton haben, wa? Diesen Bären will ich nicht nochmal füttern. Also dem Wildbären geben. Also da hätten sie auch echt einen warnen können. Also Achtung, wenn sie hier draufklicken, dann kommt der stärkste Boss, den sie jemals gesehen haben. Danke, tschüss. Ja, wäre schön gewesen. Wir haben mal komplett übertrieben. Mhm. Das würde den Nagel am Kopf treffen. Wir haben gar keine Schaufel mehr, das ist das Problem. Warte mal, ich mach mal eine. Wir gehen ja nochmal, wir müssen ja fertig werden. Ein Barren, ein Bolzen und Planke. Ein Jetzt Barren. Muss auf jeden Fall einen machen. Eine Schaufel. Wir haben noch nicht mal mehr einen Bolzen. So. Also Bolzen war hier, ne? Bolzen. Schön alles wässern. Schaufel. Achso, Planke brauchte ich noch. Mann. Planke. Bei Holz habe ich ganz schön viel jetzt gesammelt, also Planken. Ja, ist gut. Drei Stacks voll, also 60. Ja, da kommen wir bestimmt eine Minute mit aus. In dem Spiel hier. Du weißt, wie sie sind. Ja, nee, du hast da recht. Ja? Ich habe auch ganze 20 Pfeile verhauen, ne? Einfach für weg? Nicht. Achso. 20 Pfeile für nichts. Ja, das dauert jetzt natürlich erstmal wieder, bis wir ausgerüstet sind, ne? Der Klassiker. Ja, es ist Gott sei Dank nicht übertrieben, weißt du, das ist der Vorteil. Es ist nicht übertrieben. Nee, ist es nicht. Da ist gar nichts übertrieben hier. Nee. Wo haben wir denn das Leder hingetan? Kannst du mir das gerade mal beichten?
Kiste geradeaus oben. Stopp. Da oben. Geradeaus oben. Nee. Holzkiste. Wo ich gerade stehe, ich gucke direkt drauf. Genau die. Die ja, war's. Ja. Sehr nice. Very nice.